Vielleicht, wenn wir nur lang genug schlafen, ist der Hai auch weg. Hai, hai, hai. Ich würde das so gerne da unten erforschen, aber dieser Hai, der wird uns instant auseinandernehmen. Glaubst du nicht? Bist du schon mal vom Hai gebissen worden? Weißt du, wie weh das tut? Nicht? Gut, dann probier's aus. Besser nicht. Da unten lauert wieder einer, der denkt, ich sehe den nicht. Es sind wahrscheinlich sogar mehrere. Alter, ich will da runter und ich komme da nicht hin. Gut. Ja, das hat sich jetzt gelohnt, da reinzubauen. Macht das unbedingt zu Hause nach. So, was ich jetzt mache. Gut, da ist tatsächlich eine Kiste drin. Gib dir das mal. Nein, das sind mehrere, oder? Weiß es gar nicht. So, die Frage ist jetzt, wie hoch ist der Wasserstand in diesem Gebäude? Gerade mal den hier. Wenn der Wasserstand nicht hoch genug ist, haben wir gleich ein ziemliches Problem. Hier haben wir. Geh weg, geh weg! Okay. Warte mal. Lass mich hier raus. So. Da unten ist auf jeden Fall eine Kiste drin, die ich ganz gerne hätte. Hätte, Fahrradkette. Boah, Kollege, ich bin nicht dein Frühstück, vergiss es. So, das hätten wir. Wahrscheinlich ist hier gerade der Hauptschatz drin, dass hier irgendwie 1 Million Haifische rumwuseln. Okay, wir probieren es einfach mal. Hoch, 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 bevor wir angeknabbert werden. Was haben wir denn Schönes bekommen? Eine Jolthose, die ist sehr wertvoll. Das Ding lege ich mal ab und das mal an. Und wir haben. Nö, ist nicht wahr! Ein Bogen mit Stärke und Endlichkeit und Haltbarkeit, Alter. Ich brauche einen Pfeil. Gib mir einen Pfeil. Ich mache diese ganzen Haifische platt. So. Dann lassen wir das Mahnmal. Jetzt muss ich noch hier runterkommen. Schön, dass ich die ganzen Materialien. Wobei, warte mal. Ah, ich habe keine Federn. Okay, hat's erledigt. Da hat's bestimmt. Alles klar. Hallo Dumbo. Nee, warte. Top Moby Dick. Tschüss. So, ich verplemper jetzt Stunden um Stunden auf dieser, ja, Insel. Mal, hat es da irgendwas Gefischiges, was mir gefährlich werden könnte? Alter, das ist einfach so ein Riesenkonstrukt hier. Und ich werde es nie wirklich erforschen können, weil, naja, verstehst du, ne? Ich kann über Wasser laufen, hast du gesehen? Voll cool. Obsidianplatte, kann ich aber nicht abbauen. Was ist das? Oh, da nehme ich gleich auch mal einen mit. Alter, da kannst du sogar hochklettern. Was ist das? Und jetzt fall ich leider runter, knack tot. Alles weg. Was ist bitte das? Boah, Alter, das ist eine ganze verfluchte Scheißstadt unter Wasser. Das ist wirklich Atlantis. Wir haben Atlantis gefunden. Lapis Lazuli Block, Alter, ich werd verrückt. Tut mir leid, Atlantis, da klaue ich dir. Okay, den kriegen wir noch. Den kriegen wir nicht. Der ist nämlich baden gegangen. Das schwimmt mit den, mit den Haien. So. Ja, mach's gut. Den Rest würde ich mal so lassen, wie er ist. Alter, was wir hier alles gefunden haben. Ich werd Welt. Das ist der Wahnsinn. Eigentlich könnten wir schon wieder nach Hause gehen. Wir haben was erreicht.
Diese knappe Stunde Aufnahme hat sich echt verdammt gelohnt, Alter. Ich werde verrückt. Wir haben einfach mal so ein pinkes Fisch-Kaputtschlager-Schwert gefunden. Frei übersetzt. Kein Englisch. Wir haben quasi fast eine komplette Rüstung, ey. Bis auf die Jolt-Hose. Ja gut, die kann man schon auch nehmen, aber hält halt nicht lang. Bis auf Schuhe hätten wir echt eine komplette Rüstung gefunden. Und nicht zu vergessen, das Ding hier, das ist echt. Was ist eigentlich? Temple Praise und was? Wir sind die meist technologisierte und fortgeschrittene Zivilisation dieser Zeitepoche. Wir sind eine Nation von Frieden und wir haben eine Regierung, die aus Gleichheit und Kreativität geformt ist. Kann ich jetzt hier an. Wie dem auch sei, ich fürchte, es tut sich ein Sturm zwischen den Leuten auf. Wenn sie rebellieren, könnte unsere Nation im Nichts ertrinken und wir könnten für immer vergessen werden. Ich bete dafür, dass dies niemals passieren wird und dass diese Zivilisation für immer durch die Zeiten leben möge. Bitte. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das Ding, das hebe ich mir auf. Also wir haben echt Atlantis gefunden. Ich werd verrückt, hey. Das ist der Wahnsinn. Ich muss gerade noch mal einen ziemlich baffen Blick zurückwerfen. Alter, das ist... Ups. Die Taste? So. Ja, das ist einfach unfassbar. Es ist einfach unfucking fassbar. Ich kann's nicht glauben. So, wo waren wir stehen geblieben? Also, da ist keine Option zum Langgehen, weil, ja, Wasser und Haifische und ich möchte nicht angeknabbert werden. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das Zuckerrohr mit und gehen wieder nach Hause. Oder zumindest mal in die Richtung. Was den Grund hat, dass wir nicht mehr viel zum Fordern haben. Ohne Moos nichts los, kennst du, und ohne Futter schon gar nicht. So, am liebsten würde ich da jetzt lang schwimmen, aber wahrscheinlich bin ich noch schneller Hackfleisch, als ich gucken kann. Also diese Wahl, der flasht mich immer noch. Was stimmt, mein Bruder? Irgendwie möchte ich da... Der Ramos ist alles klar. Irgendwie möchte ich diese Häuser angucken, ob da noch was drin ist. Das bestimmt noch... Alter, das ist wahrscheinlich, wenn du vom Loot ausgehst, was in diesem Modpack möglich ist, ist es wahrscheinlich das am besten bestückte Monument überhaupt. Möchte ich meinen, ohne etwas gesehen zu haben. Alter, ich bin gerade so geflasht und so glücklich und so... Ach, schlag mich tot. Boah, Alter, nein, schlag mich nicht tot. Ich möchte nach Hause kommen. Ja, gut, wir sind durch. Ich würde sagen, du machst Platz, damit ich da hochkomme. Und dann würde ich sagen, wir gehen wirklich mal in Richtung Heimat. Ist da irgendwas Wertvolles drin? Ja. Wir sind wahrscheinlich sowas von tot. Mit dem ganzen Zeug, was wir jetzt gefunden haben. Ja. Da wartet schon die nächste Gruppe Kacke auf uns. Die nächste Gruppe, die auf uns wartet, wahrscheinlich Lava oder nichts. Knack. Ich sehe es kommen. Birkenholz. Okay. Ja, wenn du mal fliegen könnte. Knack. Das Einzige, was mir jetzt auf dieser Reise noch fehlt, ist ein gescheites Gehölz. Also ein wunderbares Gehölz natürlich. Um... brüchiger Stein. Ah, nee, du bist mir zu brüchig. Mö. Gescheites Gehölz, schöne Bäume, schönes Holz, um unser Lagersystem mal in Angriff zu nehmen, weil wir haben jetzt inzwischen schon so viel Gedönse gesammelt, dass wir wahrscheinlich irgendwann früher oder später Probleme kriegen werden. Weil ich will ja nichts sagen, aber wir haben schon 4 Doppelkisten oben voll stehen. Und
Wenn ich jetzt unser Gedönse einsortiert habe, sind die wahrscheinlich alle Viere voll. Das willst du nicht, das will ich, Nick. Das ich, Nick, ja. Mein Name ist Nick. So, das ist raus, geleakt. Ja, das will keiner. Und deswegen würde ich mal sagen, wir machen uns Zeit, ne? So ein Lachersystem. Und ja, jetzt kommt da nicht hoch. Genau wegen dir, du bist Schuldblatt. Du auch. So. Die fliegenden Inseln von Galapagos. Was auch immer ich da laber. Haben wir noch Pilze? Einen, ja, auch super. Gut, wir haben jetzt echt ein Problem. Und zwar wahrscheinlich werden wir den grausamen Hungertod erleiden. Ich sehe es kommen. Und am besten bis nach Hause laufen und kurz vorher in irgendwas Giftiges reintreten. So. Oder so mit dem letzten halben Herz zum Skelett erschossen werden. Darauf ziele ich jetzt schon. Apropos Ziegen. Scheiß Bambus. Ich fahre sehr oft mit dem Bambus. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wir verprügeln den Stein mit unserem Schwert. Ja, das ist halt so, wenn man seine Inventarsymbole neu ordnet, dann findet man sich halt nicht mehr zurecht. Hallo? Oh. Ich bin zwar lebensmüde, aber sterben möchte ich jetzt nicht. Nicht jetzt. Wir haben noch einen Pilz gesüppt. Das ist quasi jetzt meine Engelsmahlzeit. Guck mal. Ich weiß, was das ist. Und es rettet mir gerade den Arsch. Gut, dann. Das Holz nehmen wir gerade mal mit. Wir werden eh sehr, 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 sehr viel Holz brauchen. Da hätte es, glaube ich, eine Höhle, aber da gehe ich jetzt nicht rein. Gut, da fallen Blätter. Kann ich hier irgendwie runter, ohne mir halbes die Füße zu brechen? Wunderbar. Da unten sehe ich einen Pilz, den hole ich mir direkt mal. Also meine Ernährung hier in diesem Spiel ist sehr ausgewogen. Wahrscheinlich sogar noch ausgewogener als in RL. Wunderbar. Ich sehe es kommt, wir werden das ganze Let's Play über nur Pilze fressen. Das wird was. Und warum? Weil wir viel zu dämlich sind, um was anderes zu machen. Ich könnte mir jetzt natürlich auch eine Kuh schnappen oder dergleichen. Das klingt so wie falsch. Ich schnappe mir eine Kuh. nein. Also ein Schwert. Ne? Also, fange ich zärtlich ein Schwert ein und ja, bring sie ins Bett. Das klingt sogar so falsch. Nix darfst du mir sagen im Internet. Das ist furchtbar. ja. Nee, also jedenfalls. Wir könnten uns ja auch mit Fleisch organisieren. Und aber ich glaube, das bringt gar nicht so viel dafür, dass wir dann irgendwie 1 Million Viecher umbringen, ne? So, wo sind wir denn? Wir sind hier. Weiß ich nicht, ist da. Wobei, komm, lass erstmal straight nach Hause gehen, weil wichtige Sachen und so. Ich möchte jetzt nichts irgendwie verlieren. Nicht jetzt. Wobei, ja gut. Da ich das Schwert und die Rüstung wahrscheinlich später weiter verwenden werde, ist es nicht ausgeschlossen, dass ich, wenn ich später sterbe, das trotzdem verliere. Aber wir haben auch noch andere Sachen gefunden. Zum Beispiel Glowstone, was zum Beispiel ganz cool ist. Oder was haben wir denn noch gefunden? Ja, die Goldhosen, das ist ganz wichtig. Gold für die Welt. Alles andere ist egal. So. Kinder meiner Meinung. Wunderbar.
Jetzt sind wir auf dem Weg zum Dorf und vielleicht finden wir unseren Respawn-Punkt hier irgendwo. Der müsste hier irgendwo sein. Nicht, dass es mich irgendwie brutalst interessieren würde, den zu finden, aber es ist halt einfach so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass hier irgendwo diese schwarzen Bäume waren. Also dieses dunkle Gehölz, ne? Nicht der festen Überzeugung. Naja. Ich weiß es nicht. Übrigens, in Folge 1 hatte ich ja mal Matschmoss erwähnt, ne? Ich habe rausgefunden, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Da fehlt irgendwie, es fehlt mir der passende Begriff dafür. Da fehlt eine Datei. Ein Archiv oder sowas. Nee, warte, ich weiß, was ist, was da ungefähr fehlt. So, wunderbar. Und zwar, wenn wir gucken, wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn? Hier vielleicht? Hier, da fehlt ein Ressource-Pack. Ja, man sieht, ich habe schon ein paar Sachen eingebaut. Was, Krug? Was das, was das? Ja. Es gibt da eine tolle Mod, die nennt sich Bibliocraft. Und da kann man ganz tolle Dinge machen. Man kann tolle Bilder aufhängen. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wie es funktioniert, aber in einem anderen Spielstand habe ich es tatsächlich mal gemacht. Warte mal. Stehen. Ja. Ich bin halt mörderisch. Kein Xür, das ist so. So, erstmal Müll eingesammelt. Wunderbar. Waren das alle? Wahrscheinlich. Dich packe ich auch mal in die Tasche. Huch, Alter, das Schwert ist geil. Muss man schon mal so sagen. Schwarzechenholz. Ja, mein bester Freund, ne? So, dann da nicht, da etwa eher. So. Ich glaube sogar, dass ich weiß, wo wir rauskommen. Ja, der Sprung hätte geklappt, hätte ich noch genug Nahrung zum Sprinten gehabt, also Nahrungspunkte. Hatte ich aber nicht folglich. Absturz. Ups, nein, das wollte ich nicht. So. Was ich jetzt vorhatte bis zu meinem Absturz, bis zu meinem Fall, ich wollte über die Baumwipfel springen, weil das, ja, cool ist. Ob es einen Nutzen hat, nahrungstechnisch wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist halt cool. Weißt du, du machst ja auch Sachen, die jetzt keinen Nutzen haben, aber cool sind, ne? Zum Beispiel Alkohol. Hat es nicht wirklich einen Nutzen, wobei, ja, man kann argumentieren, es ist gesellschaftstechnisch förderlich und ja, man kriegt einen Rausch davon und lalala. Aber kann man dich ernten? Gelbe Holunder. Aber so gesehen hat es eigentlich nur den Nutzen, dass du quasi deinen Körper kaputt machst. Und ja, man macht es ja trotzdem, weil es Spaß macht. Und das ist so das Argument, warum ich, Alter, das Spiel, ne? Oh, cool, den nehme ich mit. Knack. Du siehst doch, knack. Alter, es ist so schön hier. Okay, dann nochmal knack. Und dann, nee, noch, nicht nochmal. Jo, weil es halt Spaß macht. So, jetzt habe ich mich wahrscheinlich wieder in die falsche Richtung bewegt. Oh nein, wir sind auf Kurs. Einmal im Leben auf Kurs, das finde ich schön. Also über Baumwipfel springen ist wie Alkohol. Es hat keinen wirklichen Nutzen, aber es macht halt Spaß. So, den nehme ich auch noch mit. Den drücke ich gleich in die Erde mit voller Wucht. Alter, was ist das schon wieder? Ich glaube, ich habe gleich ein Platzproblem, wenn da nochmal geile Sachen drin sind. So, du wächst hier, habe ich jetzt bestimmt. Du wächst in meiner Tasche. Das klingt so falsch. Es klingt einfach auf so viele Art und Weisen falsch. Was ist das hier? Ist das ein Dorf? Ist das ein verwirrter Entsprung? Na, ich weiß es nicht. Scheint Wasser oder was drin zu sein.
Also bautechnisch hat er hier ganze Arbeit geleistet und meine Schaufel ist bei den tiefen Inventar verschwunden. Ah, da geht's rein. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, so. Das ist Glasboden. Ja, krass. Oh. Wir sind soeben in Frankensteins Labor gelandet. Der Tag wird immer besser. Packeis. Umhergeisternde Seele. Rips. Sour. Fleischbrocken. Muskel. Alter. Oh. Ich war quasi wie Kühlschrank. Wow, was ist das? Teste Journal. Steht da was drin? Nö. Geh weg. Das lasse ich mal freundlicherweise da. Trinkt sicher ins Direktschaden. Den trinke ich natürlich. Ein Klemmbrett. Testkit. Tank der Schnelligkeit. Unterwasseratmung. Ich weiß nicht. Soll ich das Zeug mitnehmen? Ich weiß es gar nicht. Trank der. Ja, den trinke ich auch. Toll. Unsichtbarkeit, ich glaube, das ist eher für PvP, was? Ja, Kumpel, ich komme mal gleich zu dir. I need more power. Glowstone-Staub ist natürlich cool. Ja, habe ich nicht. Framed Trim. Ja, ist ja jetzt gut. Ich habe den Krusch nicht. Ja, ist gut. Verstanden. Wallbanner, wie kriege ich das? Vier Glowstone-Blöcke. Guck ich gerade mal. Wallbanner. Kostet mir ein bisschen. Pass auf. Was ist das denn? Warnschild. Also, es wird ja immer interessanter hier. Bam, 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 bam. Der ist, Alter, der ist kaum vom Dorf entfernt. Ist das unser Dorf? Ja, das ist unser Dorf. Krass. So. Der verrückte Wissenschaftler, genau. Der verrückte Wissenschaftler. Gut. Warte mal. Es ist natürlich gerade jetzt Nacht und wir können hier unser Bett nicht aufschlagen. Das halte ich. Ups, ich mach das mal zurück. Warte mal, ich muss mir irgendwie hier den anmachen. Es geht nicht anders. So, und wenn wir jetzt Pech haben, was wir wahrscheinlich haben, sind draußen schon lauter lustige Monster gespawnt. Alle. Ich habe genau gewusst, warum ich diesen Block vor die Tür platziert habe. Also, Klartext, wir kommen hier erstmal nicht raus. Außer wir können diesen total bekloppt weglocken. Alter, das ist doch nicht wahr. Was ist denn das da? Alter, das ist hier echt verrückt. Das ist bestimmt Glowstone, oder? Was ist das? Anti-Block, cool. Was ist das? Iron Lettuce. Wahnsinn, Alter. Das Dumme ist, ich kann hier echt nichts abbauen, um mich hier rauszugraben. Weil Glas geht kaputt und ja, ich will hier nichts kaputt machen. Stüss. Ein Keksglas. Wie witzig. Kann dieser Heini mal von der Scheißtür weggehen jetzt? Wenn ich jetzt den Block abbaue, hau ich den, das weiß ich. Warte mal. So könnte ich vielleicht raus. Ich will ja nichts kaputt machen, das ist zu dumm. Und rausschieben kann ich den quasi nicht, oder? Warte mal, erstmal kurz da drin. Oh, oh, Scheiße. Leute, wir haben ein Problem. Okay, da steht lauter Scheiße drin.
Das heißt, das brauchen wir. Hopperduck, okay? Das brauchen wir dann auch nicht. Technischer Block. Ey, dieser Wissenschaftsfuzzi, der will mich doch echt verarschen. Weg ist er. Ich brauche jetzt dringend einen Block Erde. Wo ist der scheiß Creeper? Ich weiß nicht, ob ich. So, wenn der explodiert, soll es mir egal sein, aber ich will hier weg. Der soll dieses Bauwerk nicht kaputt machen. Von mir aus, wenn du noch irgendwo hier bist, kannst du gerne explodieren. Ist mir scheißegal. Hauptsache, du machst diese Bude nicht kaputt. So. Wo müssen wir hin? Richtung stimmt. Sehr schön. Weißt du, was jetzt der Burner wäre? Verbrennung auf dem Schwert. Dann könnte ich mir quasi. Ja. Kann ich da raus? Nicht, warte mal. Dann könnte ich mir quasi Schweine in die Tasche braten. Okay, diese Pilze sind so nützlich wie Fußpilz. Ich glaube, viel dürften wir auf dieser Reise nicht mehr finden, sonst Tasche so, nö, ist nicht. Ich mache mal den Hoppler hier runter. Wunderbar. Oh. Stimmt, wir hatten noch Beeren in der Tasche. Wir wissen ja alle, wir bringen total viel, aber hey. Pong an die Scheibe. Erstmal keine Anzeige wegen Sachbeschädigung, ne? Mit diesen komischen Bären können wir uns wenigstens über Wasser halten. So. Da war mal die Schmiede und hier hat es Weizen. Wenn ich nochmal ein, zwei reife Weizen zusammenbekomme, kann ich mir nochmal ein Brot basteln. Zwei Stück, jawohl. Wo ist denn Le Crafting Table? Ist der da, wo er nicht hingehört? Also wir kriegen nochmal zwei Brot zusammen, das finde ich ganz gut. Pilze hätten wir. Ah, klappt ja super. Pilze hätten wir auch noch ein paar. Dann, 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 dann. Das ist wieder. Alter. Okay. Davon scheint es echt viele zu geben. Und jetzt aus in das schwarze Loch reinlaufen. Flutsch weg. Ich sehe es kommen, Alter. Ich klopf besser mal auf Holz, nicht, dass das wirklich passiert. Ich bräuchte noch ein Hühnchen, welches ich rupfen kann. Ey, Kollege, wenn mein Hühnchen zu rupfen. Denn, da ist die Pfütze. Wobei, wir haben mal diesen Helm. Wir könnten theoretisch echt mal unter Wasser gehen und gucken, was da so ist. Ich will es ja nicht herausfordern. Nach auf halbem Weg ersoffen. Wunderschön. Das war so nicht geplant. Nein, doch, es war so geplant, das Eisen. Dieser Sturz war total vorhergesehen und planmäßig. Ich möchte dieses Eisen haben. So, Alter, wie viel Eisen das ist. Ist ja himmlisch. Das sind wahrscheinlich zwei oder drei Adern nebeneinander. Bevor ich das alles abgefrühstückt habe, ist die Spitzhacke futsch. Das nennt sich auch Karma. Machst du schlechte Witze, kriegst du auf die Fresse. Ist einfach so.